So Leute, ich bin's mal wieder, ja, Flossvi, zurück bei The Evil Within. Im letzten Part haben wir das 13. Kapitel abgeschlossen und in diesem Part vollführen wir das 14. Kapitel, mal schauen, wie lange das geht. Zuletzt waren wir hier in diesen, keine Ahnung, U-Bahn-Schächten und dort sind wir Ruvik begegnet, was gar nicht so cool war, weil was sollen wir gegen Ruvik tun? Können ein paar Mal draufschießen, aber das ist scheinbar nur eine Ruvik-Kopie. Ja, es ist eine Ruvik-Kopie. Es ist nicht der echte Ruvik. Von daher. Lass mir ihn verbrennen. Was bist du denn? Und wo ist die Bombe? Da ist die Bombe. Ja, ja, ich komm gleich zu dir, mein Freund. Ich möchte aber vorher noch hier Dinge tun. So. So, mein Freund. Dann können wir jetzt auch hier mal miteinander reden. Mach doch nichts und dich anzünden. Ich denke, das ist okay für dich. Für mich übrigens auch, ist kein Problem. Ich kann dich gerne mal anzünden. Dann ist dir wenigstens schön warm. Ich hab's auch warm, ich habe ein kleines Lagerfeuer, ist doch schön. Und hier ist wieder ein Kontrollpunkt. Meine Fresse, jetzt übertreiben sie es aber mit den Kontrollpunkten, oder? Aber von mir aus. Dann halt so. Besser so, als dass keine sind. So. Ja, vermutlich kommt gleich wieder irgendeine Scheiße. Dass ich gleich ganz froh bin über die Kontrollpunkte. Aber mal schauen. Nicht wahr? Nicht wahr? Man soll ja nicht alles mal hier negativ sehen und auch nicht alles positiv und alles. Ah, man sollte gar nichts sehen. Wenn sie evil sind. Na gut, gar nichts sehen ist vielleicht auch verkehrt. Ach du Scheiße. Ich wollte eigentlich hier. Mann. Stand's ein bisschen blöd. Oh Gott. Das ist die Ruvik-Kopie. Bin froh, dass wir einen Checkpoint hatten. Ja, ja, ist okay. Zerreiß mich ruhig. Zerreiß mich. Knacks. Wundervoll, wundervoll, wundervoll. Ja, okay. Das heißt, nicht ins Wasser, bevor ich nicht die Ruvik-Kopie getötet habe. Das war ein Fehler, glaube ich. Ja, doch, doch, doch. Hm. Das war ein kleiner Fehler. Den ich jetzt aber natürlich hier ausbessern kann. Ich weiß ja, wie man Ruvik easy peasy besiegt. Oder den Fake Ruvik zumindest. Mit seinen Hintergedanken. Na, komm erstmal her, mein Freund. So. Erstmal, nein! Ich will erstmal Fake Ruvik besiegen, bevor ich hier was anderes tue. So. Fuck. Ich mach mal hier Nahkampf, ist kein Ding für mich. So, jetzt hätte ich gerne mehr von. Ach du Scheiße. Ja, Schillkumpel. Hör auf. So, dann halt in den Schritt. So, wo ist noch einer? Wer möchte hier noch, hä? Du da möchtest noch, scheinbar. Ist okay. Machen wir. Ist kein Ding. Warum nicht? Verarschen? Was? Was? Bist du... Ist natürlich klar. Ist, ja. Ach ja. Ja, ist okay. Ist okay. Ganz ruhig, Plasti. Ganz ruhig. So. Jetzt machen wir das nochmal. Erstmal kümmern wir uns um Fake Ruvik, danach um die Schießer. Oder Schisser. Eins von beiden. Warum? Junge, ich will, dass du hier stirbst. Könnte ich mal bitte... Junge, das gibt es doch nicht.
Meine Fresse. Ist das eine Scheiße hier? Hintergedanken. Yeah, mir geht das 14. Kapitel jetzt schon auf den Sack. Sorry. Kommt er mit seinem Maschinengewehr und denkt hier, er wäre sonst was und dann, nee, es geht überhaupt nicht. Finde ihn nicht so gut. So, einmal am Schritt so. Ja, entspann dich. Ja, come on. Was für eine Kacke. Junge. Das ist doch unglaublich gerade, ne? Das geht doch nicht. Könnt ihr mir auch nicht antun. Ach, come on. Was man natürlich auch probieren könnte, ist. Erstmal den da runterholen. Und Rubik dann. Das war dumm. Ich würde ganz gerne Rubik erstmal besiegen. Gut, das hätte ich. So. Nein, nein. Ja. Du, da hast eine Waffe. Geh mir weg mit deiner scheiß Waffe. Trottel. So, jetzt noch der da hinten. Ja, komm. Nö, mein Freund. Dieses Mal nicht. Lass ja viel mit mir machen, aber nö. Seh nicht ein. Ach, Halsmaul. Halsmaul. Nö. Nö, nö, nö. Mein Freund. Ich glaube. Ja, okay. Von mir aus. Bin ja halt ein bisschen mit zersplittert, aber macht ja nichts. Halb so wild. Da hinten ist wieder so ein. Einer von meinen Lieblingen. Deshalb pfeife ich mir jetzt erstmal mein Medi-Paket rein, glaube ich. Ja. Komm, das muss jetzt sein. Ist gerade eh keiner in der Nähe, der mich hier aufhalten kann. Aber weil da hinten war wieder einer von meinen Lieblingen. Von daher machen wir jetzt mal lieber hier die Verpflegung. Und dann gucken wir mal, was wir gleich gegen den ausrichten können. Ja, Feuer brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Was ist das hier eigentlich? Wofür haben wir jetzt das Seil hier? Muss ich das verstehen? Nee, ne? Nö. Verstehe ich auch nicht. Also ist okay. Wenn ihr es versteht, dann schreibt es mir in die Kommentare, wofür es sein sollte. Ich habe nämlich keinerlei Ahnung. Um ehrlich zu sein. So. War in dem hier nicht noch ein bisschen Muni drin? Ja, ne? Ja, schön. Wenigstens etwas. So, jetzt bevor wir uns dem anderen Typen dann nähern, erstmal das hier. Und einmal aufgeladen und jetzt sollten wir uns dem stellen können. Sehen wir den von hier vielleicht schon? Man, der sieht uns gerade eh nicht. Ja, schön. Was? Nein. Kacke, Bärenfalle. Meinung. Kack Bärenfallen. Mein Freund. Das machen wir so nicht hier. Kannst du ganz schnell wieder vergessen? Das machen wir nicht. Och, Mann! Ey, was für eine Kacke.
die Bärenfalle jetzt wenigstens deaktiviert? Ja, toll. Muni, Muni, Muni. Alles schön und gut. So, wo bist du? Wo bist du, mein Freund? Ich sollte erstmal nachladen, oder? Wäre, glaube ich, die schlauste Variante. So. Jetzt können wir da irgendwie rein. Okay. Dann machen wir das doch mal. Nicht wahr? Ey, what? What the fuck? Alles klar. Kann man mal machen. Ist auch nichts dabei. Kann man machen. Schon okay. So, einmal verwenden hier. So, ein bisschen wegrennen. Alter, was ist das denn für eine Scheiße? So. Vor dir auch nochmal weglaufen. Haben wir es auch soweit erstmal. Nehmen wir die Gehirngrütze hier noch mit und dann gucken wir mal, wo es hier rausgeht. Hab nämlich gerade keinerlei Ahnung. Bin jetzt hier im Zug drin, aber... Komme ich hier? Ja. Ich glaube, hier komme ich irgendwo raus. Das sieht doch sehr vernünftig aus. Naja, ja. Das sieht schwer danach aus, als ob man hier durchgehen könnte. Und dann irgendwo rauskommt. Wo, weiß ich zwar noch nicht, aber... Zum Kontrollpunkt auf jeden Fall. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Ja, ja, ja. Den Ort kenne ich doch. So, jetzt müssen wir einen Weg nach dort oben finden. Wo auch immer der sein mag. Oh Gott. Er sagt es mir sicherlich nicht. Nehme ich an. Falls doch, dann sorry fürs Umbringen. Passiert. Ist mir so ausgerutscht. Was ist eigentlich Black Hair Curse? Das ist eine Band? Oder was macht die für Musik, wenn dann? Wenn ihr die kennt, dann sagt es mir. Black Hair Curse. Ach ja. Oh Gott, was ist denn hier los? Weiß noch nicht, ob ich da unbedingt durch möchte, aber naja. Einmal anzünden, kann nicht schaden. Und dann kommen wir auch dort durch. Ob ich das möchte, weiß ich noch nicht. Aber ich muss es wohl. Wie? Was bist du denn für einer? Auf jeden Fall kannst du dich mal verpissen. Würde ich sagen. Kontrollpunkt hatten wir erstmal jetzt. So, wo geht das denn hier entlang? Ich traue mich nirgends wohin zu gehen. Kumpel, du siehst nicht gesund aus. Ich helfe dir mal. Hier, bitte. Jetzt siehst du besser aus. Jetzt hast du wieder Farbe im Gesicht quasi. Junge, stirb doch. Oder Mädel, ich weiß ja nicht, was du bist. Erzähl's mir. Obwohl, ich glaube, ich möchte das gar nicht so genau wissen, was du bist. Oder was du nicht bist. Hm. Was ist, haben wir hier? Ach, eine Flasche. Damit meine ich nicht dich. Entschuldigung. Grüezi. Grüezi. Das ist, jetzt hier die, Schweizer Variante. Grüße an Blackie. Oder Captain Redhead. Besser gesagt. Heißt er jetzt. Ach ja. So, da ist... dem geht's glaube ich nicht mehr so gut, aber ist nur so eine Vermutung. Ich weiß nicht. Ich sieht noch voll topfit aus, also. Ich möchte da nicht durch. Ich möchte nicht gebrutzelt werden. Augen zu und durch? Nö. Augen zu und durch war wohl nicht die richtige Variante. Werd mal gebrotzelt, mein Freund. Ja, schön.
Schön machst du das. Oh oh. Ach so, einfach Kopf durch. Hier kann man nicht Kopf durchmachen. Hier müssen wir es abpassen. Oh. Okay. Eine Spritze haben wir auch gerade nicht. Hä? Wie denn bitte schön? Achso. Sag mir das doch, Ena. Warum sagt mir das denn keiner? Konnte ich dort riechen? Ich glaube nicht. Ich glaube aber auch nur. Gott, ganz schnell durch. Ich weiß nämlich nicht, wann das wieder angeht oder ob das wieder angeht und wie das wieder angeht. Löcher in der Hose, Löcher in der Nase und ständig dieser Lärm. Schau dir den Dieter an, der hat sogar ein Auto, Auto. Okay. Ach, das hier unsere Lieblingstür. Lieblingstüren mag ich gern. Sie versprechen Gutes. Kein Wort von Myra, seit ich das Paket erhalten habe. Ich habe Angst davor, das Beweismaterial meinem Vorgesetzten zu übergeben. Das, wovon Myra da spricht, ist grauenerregend und könnte meine Möglichkeiten übersteigen. Aber die Beweise reichen aus, um mich davon zu überzeugen, dass Lillys Tod kein Unfall war. Sie haben Myra tatsächlich in die Liste der vermissten Personen aufgenommen, aber sie verraten mir nichts, weil ich familiär betroffen wäre, sagen sie. Aber ich glaube eher, dass sie in mir einen Verdächtigen sehen. Die Ermittlungen stocken, aber für meine Familie werde ich sie auf eigene Faust fortführen. Okay. Ja gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir einmal aufstocken und dann abspeichern und dann soll es das für diesen Part gewesen sein, wa? Wenn wir überhaupt was aufstocken können. Ich glaube, sind wir fast nicht, wenn dann nur ein paar so Patronen, also es wäre mehr Matronen, genau, dicke Matronen. Makronen am besten noch. Nee, dass wir mehr Patronen aufnehmen können. Aber ich glaube sonst nichts. Also ich wüsste nicht, was sonst. Aber wir können ja mal nachgucken, ob wir noch irgendwas anderes aufstocken können mit 6000 Points. Oder 6000 Gehirngrütze-Klümpchen. Wie ich es ja auch ganz gerne nenne. Ja, Nahkampf. Komm. Dann machen wir es halt mal. Vielleicht brauchen wir es halt doch irgendwann mal noch. Wer weiß, wer weiß. Ich glaube zwar nicht, aber vielleicht. So, dann würde ich mal sagen, dann gehen wir mal abspeichern. So. Und dann hoffe ich natürlich, dass euch dieser Part gefallen hat und wir uns im nächsten Part wiedersehen. Tschüssikowski, euer Philosophy. Bye bye.